Television Zwickau. Deine Region im Bild. Klick auf, ihr seid der Randfichten, der Michel, der Laudi und der Pfeif. Wir wünschen viel Spaß beim Programm. Hallo Zwickau. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Randfichten proben mit neuer Frontfrau, neue Ladestation für Elektroautos auf dem Scheffelberg und Zwickauer Promis lesen ihre romantischsten Liebesgedichte. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ein herzliches Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Liebe Zuschauer, mir tut immer noch alles weh. Die Lachmuskeln, es ist alles immer noch angespannt. Warum? Ich war heute Nachmittag bei den Randfichten. Die Randfichten haben ja jetzt eine neue Frontfrau statt bisher eines Frontmannes. Aber öffentlich aufgetreten sind sie bisher noch nicht. Und da habe ich mir heute Nachmittag einfach eine Kamerafrau geschnappt und wir haben die Musiker bei einer Probe überrascht. Legen Sie schon mal alle Getränke aus der Hand, nicht, dass Sie etwas beim Lachen jetzt verschütten. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt haben die Randfichten heute im Theater Krimitschau zusammengeprobt. Nun mit der neuen Frontfrau Marion Frank. Musikalisch feilen sie derzeit an ihren Titeln. Menschlich gesehen passt aber schon alles. Oh, einwandfrei. Ganz wunderbar. Ohne Einschränkungen? Nee. Es gibt nichts zu meckern. Halt den Mund. Es geht schon los. Jetzt nichts Falsches. Genau. Mach ich nicht. Also Ersatzi hier, ich bin hier voll unter dem Druck hier. Man merkt sofort, hier haben sich die drei Richtigen gesucht und gefunden. Wobei, wenn man den Erfolg von Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest so betrachtet, wäre es da nicht denkbar gewesen, dass die Randfichten eine Frau mit Vollbart nehmen? Da wächst noch bei mir. Ich bin das kann man alles noch einrichten. Ja, ne? Das wart noch. Ja, nee, das ist nicht. Das ist deine Entscheidung, ob du mein Vollbart hast. Du das noch vor? Ja, nee. Ich komme ja noch so in die. Ich komme ja noch in die gewissen Jahre. Ja. Man weiß ja nie, was da noch, so, noch, Bart, was ne? noch so raus. Aber die ersten Jahre machen wir schon ohne Bart. Ja. Ja, das sieht erstmal ein bisschen besser aus. Wir könnten jetzt mal ein Lied machen über den Damenbart. Ja, genau. Das soll wahrscheinlich ein nächster Titel werden. Ein Damenbart. Ein Damenbart. Nicht eine Dame ging spazieren, ein Damenbart. Genau. Wenn diese drei Musiker einmal losgelassen werden, sie sind wirklich ein Training für die Lachmuskeln. Am Rande der Probe haben die Randfichten auch verraten, wie es zu der Zusammenarbeit kam. Wir wollten eigentlich so eine Art Casting machen für Bewerber, die sich schon gemeldet hatten. Und der Thilo, unser Tourleiter, hatte uns den Marion vorgeschlagen. Wir kannten sie schon aus Orgelpfeifenzeit. Ne, Grottendorfer Orgelpfeifen, ne? Ne, Grottendorf nicht, scheinbar. Scheinbar. Du musst wieder mal was lernen. Sag mal einfach bloß Orgelpfeifen. Ich kenne dich nicht mehr so aus. Ja. Ne, pass mal auf, ich saß hier auch von hinten, du hast dich geracht. Genau. Ja? Und jedenfalls haben wir uns das erste Mal dann getroffen und das merkt man in den ersten paar Sekunden, ob es klappt oder nicht. Und da hat die Chemie gestimmt. Und seitdem machen wir Musik. Mal sehen, wie es weiterläuft. Oh, läuft. Wir lassen es laufen. Ja, die Spannung ist eigentlich intern funktioniert, wie ihr ja schon merkt, aber wie es halt beim Publikum ankommt, das ist die große Frage und die große Herausforderung für uns. Und wir trainieren ja deswegen üben wir ja so fleißig, dass das eben auch so richtig gut rüberkommt von der Bühne. Und wir hoffen, es kommt beim Publikum an mit der Marion. Uns macht Spaß und ich denke, der Funke springt vielleicht über. Dankeschön. Und wann der Funke das erste Mal öffentlich überspringen soll, steht natürlich auch schon fest. Viel Zeit haben die Randfichten bis dahin nicht mehr. Der erste Auftritt ist am 28.06. in Widersberg, im Pugland ist das. Ja, das war einfach so die Auftrittsplanung und die haben schon viel Werbung gemacht. Ach so. Der erste Auftritt der neuen Randfichten. Stimmt, genau. Zufällig, so zufällig war das, ja. Aber das wird der erste Auftritt sein. Am 28.06. kommt alle. Genau. Mir sei du. Mir sei auf alle Fälle du. Ne? Mit der Pfeif. Genau. Der Randfichten und der Pfeif. Genau. Und dann ging es wieder zur Probe. Auch stimmlich war es ein Volltreffer, dass sich die Randfichten für Marion Frank als Frontfrau entschieden haben. Das kann bloß das alles sein, was schon so lang öfter zu mir riecht. Es ist kein Eisbar und kein Zwiebelsteak. Es ist das eine, was ich essen tät. Und da
kostet, wenn ich bloß das Sahne hätt. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen im Jahre 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen rollen. Das ist 140 Mal so viel, wie es heute der Fall ist. Schwer vorstellbar, wenn man die aktuellen Verkaufszahlen sieht. 2012 wurden lediglich 3000 Neufahrzeuge zugelassen. Nur jedes neunte davon war ein Privatkauf. Dennoch sieht man auch Zwickaus Straßen immer mehr Autos, die Strom statt Benzin tanken. Um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können, gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Westsächsischen Hochschule und der Zwickauer Energieversorgung. Deren technischer Geschäftsführer nahm heute Morgen eine von zwei neuen Elektroladesäulen in Betrieb. Die neue Ladestation auf dem Campus Scheffelberg befindet sich auf dem Parkplatz hinter dem Haus 3 und kann bequem angefahren werden. Die Säulen in Eckersbach und am Ring dienen für praxisnahe Studien und sind Bestandteil bestehender Forschungsprojekte. Dabei untersucht die Hochschule das Nutzverhalten, den Bedienungskomfort, die Verfügbarkeit sowie verschiedene technische Betriebsparameter. Der Hintergrund ist, herauszubekommen, wie diese Technologien angenommen werden, ob sie zukunftsfähig sind und wo auch Entwicklungspotenzial insbesondere für die Stadt Zwickau steckt. Für uns ist natürlich als betriebswirtschaftliche Fakultät interessant, wie diese Ladevorgänge stattfinden, wie Abrechenbarkeit sozusagen sich gestaltet und welche neuen Anforderungen diesbezüglich in Bezug auch auf Infrastruktur stehen. Am praktischen Beispiel demonstrierten die beiden Projektpartner, wie leicht und umweltfreundlich das Betanken aus der Steckdose funktioniert. Nötig sind lediglich eine personalisierte Chipkarte und das passende Kabel. Im Rahmen des zweijährigen Praxistestes stellt die Zwickauer Energieversorgung an 4 Standorten Ladesäulen bzw. Wandladestationen der Firma Mennekes bereit. Durch die Erweiterung des Netzes verspricht sich das Unternehmen neue Erkenntnisse und Erfahrungswerte in Sachen Elektromobilität. Wir wollen natürlich gemeinsam mit der Hochschule neue Erkenntnisse über Elektromobilität gewinnen. Aber wir wollen mehr erfahren über die Verweildauer, wie ist das Nutzerverhalten, welche Ladezustände ergeben sich in bestimmten Zeiteinheiten, um für uns Rückschlüsse zu ziehen, wo und an welchen Stellen wir in Zwickau Voraussetzungen für Elektromobilität schaffen. Zukünftig wird es so sein, dass wir weiter in Ladeinfrastruktur investieren werden. Wir haben jetzt eine neue Ladesäule am Neumarkt. Wir überlegen gerade Standorte am Gasometer und im Bereich von Porta und Globus, um so gezielt da Stationen zu schaffen, wo die Leute länger verweilen. Und damit das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können. Schließlich kann das Aufladen durchaus ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Einmal vollgetankt bringen es Elektroautos auf eine Reichweite von 120 bis 160 Kilometer. Allerdings kostet der Strom für 100 Kilometer mit 1 bis 2 Euro vergleichsweise wenig. Ist die Batterie leer, kann man in Zwickau übrigens auch die Ladesäule auf dem Hochschulgelände am Dr. Friedrichsring ansteuern. Werbung. Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 21.06.2014. Seien Sie dabei, wenn Zwickaus Museen ihre Pforten öffnen. Ob Kunstsammlungen, Priesterhäuser, Ratsschulbibliothek, Robert-Schumann-Haus, August-Horch-Museum oder Theater Plauen-Zwickau. Überall erwartet Sie ein spannendes Programm. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht. Nutzen Sie dafür den Shuttleverkehr mit historischer Straßenbahn und Omnibus. Nähere Informationen finden Sie unter www.zwickau.de/museumsnacht. Nicht vergessen, Museumsnacht in Zwickau am 21.06.2014. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Ballonfahrt für 2 Personen.
Die Ziehung des Gewinners erfolgt am 21. Juni um 23.30 Uhr in den Priesterhäusern. Wenn Sie eine kompetente und persönliche Betreuung suchen, die weit über das Übliche hinausgeht. Wenn Sie die Sicherheit suchen, dass Ihr Rückentraining Ihre Gesundheit fördert und nicht beeinträchtigt. Wenn Sie einen Ort suchen, der Ihnen eine rundum angenehme und kultivierte Atmosphäre bietet. Dann melden Sie sich noch heute zum Rücken-College-Programm an. Sie finden uns auch in Zwickau, in der Georgenstraße 1, direkt neben dem Peter-Breuer-Gymnasium. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. In Limbach-Oberfrohna wollte ein lebensmüder Mann von einem 35 Meter hohen Schornstein springen. Anwohner hatten den 37-Jährigen gestern 18.30 Uhr am Rand der Esse sitzen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Erst gegen 22 Uhr konnte der Chemnitzer durch Kräfte der Höhenrettung abgeseilt werden. Das Motiv für die Tat waren offenbar persönliche Probleme des Mannes. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die am 25. Mai gewählten Stadträte der Zwickauer CDU haben in einer konstituierenden Sitzung gestern eine Fraktion gebildet und ihren Vorstand gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Thomas Bayerlein, dessen Stellvertreter sind Lutz Feustel und Michael Luther. Uwe Seidel fungiert künftig als Schatzmeister und Christian Tschirtschon als Beisitzer. Die CDU-Fraktion im Zwickauer Stadtrat besteht aus 17 Abgeordneten. Der Hartmannsdorfer Forst soll in den kommenden Jahren als Naturerlebnis weiterentwickelt werden. Als Wandergebiet bleibe der Wald enthalten und auch der Name Hartmannsdorfer Forst solle nicht verändert werden, hieß es von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU. Der Wald solle sich in Zukunft naturnah entwickeln können. Am 16. Juli können sich Naturfreunde bei einer Busfahrt durch den Wald die Planungen von Experten erläutern lassen. Anmeldungen sind bei der zuständigen Revierförsterin Karin Haas bis zum kommenden Montag noch möglich. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit.
Das diesjährige Schumann-Fest bezieht viele Orte in die Aktivitäten ein. Einer, an dem es vor allem um die musikalische Ausbildung junger Menschen geht, ist das Robert-Schumann-Konservatorium. Regelmäßig erringen Schüler des CON, wie die Einrichtung umgangssprachlich genannt wird, vordere Preise sowohl bei regionalen als auch bei überregionalen Wettbewerben. Zu den berühmten Vertretern, die ihre Ausbildung hier absolviert haben, gehören auch solche Musiker wie Günther Fischer und Marie-Elisabeth Hecker. Am vergangenen Dienstag stand die Veranstaltung im Konservatorium im Rahmen des diesjährigen Schumann-Festes unter dem Titel »Musikalische Lyrik«. Neben musikalischen Darbietungen von Schülern der Klavierklassen des Konservatoriums, welche Werke von Chopin, Liszt, Schumann und Burgmüller zu Gehör brachten, lasen prominente Zwickauer ihre romantischen Lieblingsgedichte. Zu denen gehörte neben Kulturamtsleiter Dr. Michael Löffler auch Dr. Thomas Sinowzig, der Leiter des Schumannhauses. Er las das Gedicht von Heinrich Heine, »Ich will meine Seele tauchen«. Ich will meine Seele tauchen. Auch der Hausherr des Konservatoriums, Dr. Thomas Richter, überzeugte mit seiner Interpretation der Mondnacht von Josef von Eichendorff. Begeistert von der Idee der Veranstaltung war auch Dr. Steffi Leistner, die ehemalige Leiterin der Bibliothek der WHZ, die im ersten Teil der Veranstaltung gelesen hatte. Ich fand die Idee ganz, ganz super, zumal man wieder mal dazu kam, Bücher aus dem hintersten Fach etwas hervorzuholen. Und es ist also sehr, sehr schön, über die Romantik wieder mal Gedichte zu hören und auch selber lesen zu können. Und Robert Schumann in Zwickau, das ist ja wirklich der Bürger von Zwickau. Und ich finde es wirklich ganz toll, auch welche Resonanz vor allem die vielen Veranstaltungen jetzt hier in Zwickau haben. Da es ja heute ums Lesen, um Lyrik gibt, was glauben Sie, kann man junge Leute noch damit dafür begeistern oder kann man die noch faszinieren? Ich hoffe ja. Es ist zwar nicht ganz einfach, aber ich denke, mit Anstrengung und solchen Veranstaltungen wie heute dürfte das durchaus möglich sein. Man sollte weiter in diese Richtung gehen und insbesondere Dr. Sinowczyk hat ja super Ideen. Und da denke ich, würde auch viele Zwickauer, auch junge Leute, hoffe ich, mit heranziehen können. Nach einer Interpretation von Schumanns Arabesque Opus 18 würdigte Gerhard Neff die Rolle des Robert-Schumann-Konservatoriums in unserer Stadt. Er betonte, dass man keine Sorge um den musikalischen Nachwuchs haben muss. Hier sind junge Musiker bestens aufgehoben. Nach dem Ratschlag, dass man doch in einer computerdominierten Welt mit seinen Kindern singen und Romantik zulassen sollte, stimmte er zum Abschluss der Veranstaltung mit allen Gästen das Abendlied »Der Mond ist aufgegangen« an. Dabei von Sohn Sascha am Klavier. Zweifellos gehörte auch diese Veranstaltung im Rahmen der diesjährigen Schumann-Tage zu den äußerst gelungenen, zumal sie vor allem jungen Künstlern ein entsprechendes Podium geboten hat. Auf dem Meraner Teichplatz ist morgen Abend wieder Klassik Open Air im Feuerzauber. Die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraß präsentiert Welthits aus Oper, Operette, Musical und Film. Fürs Auge gibt es eine Feuershow von Fire and Magic. Beginn ist 20.30 Uhr, das Vorprogramm startet bereits 19 Uhr. Karten sind noch an der Abendkasse im Bürgerbüro erhältlich. Am Samstag ist in Zwickau Tag des Friedhofs. Ab 9.30 Uhr öffnet der Hauptfriedhof an der Krimmitschauer Straße und bietet umfangreiche Informationen an. Besucher können unter anderem mit einer Hubbühne einen Blick auf die Anlage von oben werfen und sich das Öffnen und Schließen eines Erdgrabes zeigen lassen. 11 Uhr und 14 Uhr bietet das Krematorium Führungen an. Der Aktionstag dauert bis 15 Uhr.
Die Zwickauer Straßenbahn blickt in diesem Jahr auf ihr 120-jähriges Bestehen zurück. 1894 fuhr hier die erste elektrische Straßenbahn. Dieses Jubiläum wird am Samstag auf dem Betriebshof an der Schlachthofstraße gefeiert. Einer der Höhepunkte ist ein Straßenbahnwettziehen, bei der ein 20-Tonnen-Tatra-Zug 25 Meter weit gezogen werden muss. Von 10 bis 17 Uhr wird das Jubiläum am Samstag gefeiert. Werbung. Sie planen ein Fest und wollen Ihre Gäste kulinarisch verwöhnen? Wie wär's denn mal mit Spanferkel oder Mutzbraten? Wir beraten Sie gerne und nehmen Ihre Bestellung für 15 Personen und mehr entgegen. Kontaktieren Sie uns einfach 14 Tage vor Ihrer Feierlichkeit und wir liefern die Köstlichkeiten direkt zu Ihnen nach Hause. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Telekolumbus präsentiert die superschnelle Doppelflat. Machen Sie jetzt den Sprung zu Internet mit bis zu 128 Megabit und zu unserer supergünstigen Telefonflatrate. Wechseln Sie jetzt zur Zweierkombi. Die Internet- und Telefonflat schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus-Shop. Telekolumbus. Die Eispiraten Grimmitschau haben ihre Warmlauftrikots versteigert. Am Ende kamen insgesamt 2.200 Euro zusammen. Besonders begehrt war das Jersey von Stürmer Harrison Reed, das mit 181 Euro den Spitzenpreis erzielte. Aber auch Trikots ohne Namen fanden reißenden Absatz. Nach Zahlungseingang werden die Shirts in den kommenden Tagen an die neuen Besitzer verschickt. Im Rahmen der Feierlichkeiten 600 Jahre Grimmitschau veranstaltet der Schäferhundverein am Samstag einen Pokalwettkampf. Er beginnt 9 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Kitscherstraße. Mit am Start sind auch auswärtige Teilnehmer, unter anderem aus Lugau und aus Zwickau.
Der SV Sachsen 90 Werdau richtet am Samstag ein Mini-Handballspielfest aus. Teilnehmer sind Kinder von 7 bis 8 Jahren aus ganz Sachsen. 8 Mannschaften spielen von 10 bis 16 Uhr um vorderste Plätze. Austragungsort ist die Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums. Am Freitag gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Bei Temperaturen zwischen 11 und 21 Grad können gegen Abend auch ein paar Schauer dabei sein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordwestlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Der Samstag beginnt wolkig, später setzt sich immer mehr die Sonne durch. Das schöne Wetter hält bis zum Beginn der neuen Woche an. Am Montag steigen die Temperaturen bis auf 22 Grad. Das war das Abendmagazin tagaktuell vom Donnerstag. Ja, und als kleines Dankeschön, dass Sie bis zum Schluss zugeschaut haben, ich habe noch was für Sie. Sie erinnern sich, wie die Sendung begonnen hatte? Mit einem herzlichen Glück auf und guten Abend von den Randfichten. Die Randfichten sind ja derzeit noch bei den Probenarbeiten. Da funktioniert eben noch nicht alles so reibungslos. Auch das Glück auf und guten Abend sagen, das muss gekonnt sein. Sie haben einige Anläufe gebraucht und das sehen Sie jetzt. Ansonsten Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Glück auf, hier sind die Randfichten. Ich bin der Michel. Eigentlich stellt sich aber immer die Frau zuerst vor. Ach ja, ich hänge hinten dran. Na gut, machen wir so. Alte nochmal. Ja, aber machen wir so. Nee, du sagst, hier sei der Randfichten und dann hier sagst du, du bist der Pfeif. So, oder wir machen so, hallo, hier sei der Randfichten. Nee. Hier ist der Michel, hier ist der Laudi, hier ist der Pfeif. Na, so wollte ich es eigentlich. Ja, der Pfeif wollte ich am Ende. Perfekt, du machst das. Also Michel, Laudi, Pfeif. Also machen wir es nochmal. Ach, du machst das. Ah ja. Also, ich sag Glück auf. Gar nicht. Ach nee, du sagst alles. Gut. Denke ich. Hallo, Glück auf, hier sei der Randfichten. Der Michel, der Laudi und der Pfeif. Du, wie ging's dir weiter? Meint was mit Television? Ja. Viel Spaß beim heutigen Abendprogramm, ne? Oder? Es reicht. Glück auf oder guten Abend, Zwickau. Guten Abend, Zwickau. Achso, ja. Zwickau, noch einmal das Glück auf und guten Abend, Zwickau. Muss ich das jetzt auch noch? So, nee, das sag ich dann. Okay. Noch einmal dasselbe, noch einmal. Ja, genau. So wie ich es jetzt gemacht und dann sagst du. Okay. Hallo, Glück auf, hier seid ihr Randfichten, der Michel, der Laudi und der kleine Pfeif. Machen wir es halt zu jetzt. Ja, also, das sag ich nämlich. Nee, ich sag das nochmal, okay? Machen wir es so. Was soll ich dann so? Klick auf. Oder pass auf, ich sag, hallo, der Rand, wir seid. Hallo, Zwickau, ja. Klick auf. Ja. Du sagst. Jetzt sag ich dann zum Schluss. Okay. Also, ich sag, hallo, Glück auf. Oder nee, Glück auf, hier sind der Randfichten. Okay, noch einmal. Das ist der Michel, der Laudi und das ist der Pfeif. Ich sag. Okay. Klick auf, hier seid ihr Randfichten, der Michel. Der Laudi und der Pfeif. Wir wünschen viel Spaß beim Programm. Hallo Zwickau. Werbung. Television Zwickau.